Ja, willkommen zur Pressekonferenz vor dem ersten Spieltag der Regionalliga Nordost 2022-2023 hier bei uns, bei unserem Greifswalder FC. Zu Gast heute Teamchef Roland Kroos und der neue Kapitän Tom Weiland. Erstmal vorab ein paar kleine Infos. Also, wir spielen ja am Sonntag, den 7. August um 13 Uhr im Poststadion in Berlin. Das ist für uns als Greifswalder FC die Premiere dort. Dort haben wir in der Form noch gar nicht gespielt und unser Fanclub, der sich kurz so gegen Ende der Saison gegründet hat, möchte da ganz gerne auch, dass wir noch ein paar Infos weitergeben. Die wollen gerne zusammen einreisen, werden dann am Greifswalder Bahnhof um 8.37 Uhr mit dem 9-Euro-Ticket von Gleis 2 abreisen und wollen dann dort vom Hauptbahnhof in Berlin aus auch einen kleinen Fanmarsch machen in Richtung Stadion. Das ist wohl nicht sehr weit, rund 10 Minuten. Und die Abfahrt aus Berlin zurück wäre dann um 16.32 Uhr. Dann wäre man gegen 19.20 Uhr wieder hier. Die Eintrittskarten beim BHK kosten 11 Euro als Vollzahler, 7 Euro ermäßigt. Und falls ihr nicht dabei sein könnt, werden wir euch natürlich über Twitter und Instagram wieder auf dem Laufenden halten. Jetzt aber zu den Fragen. Wir fangen mit Teamchef Roland Kroos an. Erste Frage an dich. Wie schaut denn der Kader aus? Sind alle dabei oder ist es für einige noch aus Verletzungsgründen etwas zu früh? Ja, alle sind noch nicht dabei. Wir haben noch ein, zwei Verletzte oder eben auch so wie Robert Müller Dauerpatienten, die die Verletzung aus der letzten Saison noch mitgenommen haben. Mhm. Und dann im Aufbau ist Artis Lastins, der auch noch im Aufbautraining ist, aber eventuell schon zum Kader gehört. Dann Matteo Hecker, der noch verletzt ist, kann auch nicht dabei sein. Und ja, ich glaube, waren es das alle? Ich glaube, ja. Das kann auch sein, dass ich jetzt einen noch vergessen habe. Alles klar. Ja, was für ein Spiel meinst du, können wir denn erwarten am Sonntag? Ja, das ist immer schwierig. Das erste Spiel und auch für uns neuer Gegner, aber trotzdem haben wir uns gut darauf vorbereitet. Das wird natürlich ein Auftaktspiel keine leichte Aufgabe, aber wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen letztendlich dort auch punkten im ersten Punktspiel. Das ist eigentlich unser Ziel und ich denke, dass wir gut vorbereitet sind. Ja, du hast schon einiges miterlebt, aber wie heiß bist du trotzdem noch vor so einem ersten Spieltag, jetzt vor allem in der höheren Spielklasse? Ja, ich denke mal, als Trainer ist man immer hochmotiviert. Das ändert sich, glaube ich, nie. Letztendlich, wenn man das nicht mehr hat, dann kann man auch aufhören als Trainer. Ich glaube, die Motivation ist sehr groß, nicht nur bei mir, sondern auch bei der Mannschaft. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir gut reinstarten. Ja, letzte Frage von mir an dich zumindest. Vielleicht noch ein paar Worte zum Gegner. Der BHK hat ja auch wieder einen größeren Umbruch jetzt in dieser Sommerperiode. Wie meinst du, ist der Berliner AK einzuschätzen von der Stärke her? Ja, ich denke mal schon, die ist eine erfahrene Regionalligamannschaft und letztendlich ist es dann immer schwierig, dass gerade, sie kennen sich in dieser Liga aus, ist auch sehr kampfbetont und auch dieses Spiel erwarte ich, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel ist. Sie haben aber letztendlich auch gute Fußballer in den Reihen. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass wir unseren Plan umsetzen können und dort auch eine gute Rolle spielen. Ja, danke dann erstmal an dich, Roland Kroos. Tom. Du hast ja die Vorbereitung jetzt auch im Grunde komplett mitgemacht. Was meinst du? Wie ist dein Eindruck vom Team? Sind wir gerüstet für die Regionalliga? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine sehr junge Truppe, sehr hungrig. Das merkt man. Sehr gut ausgebildet, sowohl taktisch als auch technisch. Und deswegen ja, müssen wir da in dieser ekligen Liga müssen wir natürlich bestehen, das ist klar. Und das werden wir auch. Ja, und du bist ja auch jetzt der neue Kapitän. Eine Ehre für dich. Natürlich. Also ja, ich habe gesagt, ich komme hier als Führungsspieler her und dann natürlich gleich als Kapitän zu starten, ist auf jeden Fall eine Riesenehre. Bringst natürlich auch die nötige Erfahrung dafür mit. Was müssen wir denn in das Spiel am Sonntag reinwerfen? Ja, wir müssen den Plan, den wir haben, umsetzen. Wir müssen mutig sein. Mhm. Ich glaube, ja, wir haben eine enorme Qualität, die müssen wir einfach auf den Platz bringen. Ich bin guter Dinge, dass wir da ein sehr gutes Spiel machen. Ich auch. Und hoffe, dass wir jetzt vielleicht auch noch ein paar Fragen aus der Presse haben. Da wird schon genickt. Cornelius Link von aus die Zeitung, dann frag mal los. Meine erste Frage geht an Herrn Kroos. Nochmal zum Personal. Guido Kutscher wird auch nicht dabei sein. Ja, den hatte ich jetzt vergessen. Genau, der hat auch eine Verletzung und fängt nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder an mit dem Training. Und ja, wir hoffen, dass er dann so schnell wie möglich zur Mannschaft zurückkehrt. Und auf der Torwartposition, Sie haben Matti Kamens geholt. Haben Sie da eine klare Nummer 1 zwischen Kamens und Schneider oder
Wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, Martin Kamenz wird die Nummer 1 sein. Das haben wir letzte Woche schon festgelegt, damit sich auch jeder gut vorbereiten kann auf den Start. Und er ist unsere klare Nummer 1 erstmal. Jetzt geht es ja los in der Regionalliga. Welches Saisonziel würden Sie formulieren? Ja, wir haben schon immer gesagt, wir sind Neuling und wir wollen natürlich so schnell wie möglich die nötigen Punkte holen, um die Klasse zu sichern. Aber wie gesagt, wir wollen da auch eine gute Rolle spielen und ich bin guter Dinge, dass uns das auch gelingen wird. Dankeschön, Tom. Ich hätte noch eine Frage an Tom. Es wurde da schon angesprochen, dass du Kapitän bist. Und ich wollte dich einfach fragen, wie sieht für dich ein richtiger Fußballkapitän aus? Was müsst ihr mitbringen? Ja, also erstmal das Wichtigste ist, auf dem Platz voranzugehen. Ich interpretiere das so, dass ich nicht großartig da die ganze Zeit rumschreien werde, sondern eher den Jungs helfen, auch mit meiner spielerischen Art und Weise und die Tipps, die ich dann abseits des Fußballs dann geben kann, die sind dann auch wichtig. Ich glaube, ich werde das hoffentlich gut ausfüllen. Dankeschön. Keine weiteren Fragen? Gut, dann hoffe ich natürlich, dass wir am Sonntag die ersten Punkte holen in der Regionalliga und dann sehen wir uns auch hoffentlich in Berlin zahlreich und dann bis danach.